So, hallo und willkommen zurück zu Limbo. Im letzten Part habe ich zum Ende eine Aufnahmepause gemacht, weil ich nicht wusste, wie dieses Level zu lösen ist und wir da irgendwie 5 Minuten oder noch mehr dran rumgehangen haben und einfach, da dachte ich, ja, ist besser, wenn ich offscreen weitermache. Somit habe ich dann auch die Aufnahme des Sounds pausiert, damit ich dann nachher nicht so viel rumschneiden muss. Und dann habe ich schön weitergespielt, nachdem ich die Lösung hatte. Das Problem allerdings, ich habe dann, als ich weitergespielt habe, zwar auch weiter geredet, aber ich habe vergessen, die pausierte Aufnahme wieder zu starten, also weiterzumachen. Von daher haben wir sehr viele Bilder. Blindbilder, sprich, wo ich dann auch so 3, 4 Minuten an der Lösung rum experimentiere, wie sie dann letztendlich zu lösen ist, aber kein Audiokommentar. Und weil ich auch jetzt nicht nachkommentieren will, weil ich das nicht kann, vor allem nicht, wenn ich dann 3 Minuten vor so einem Ding stehe und mir das nur angucke, habe ich entschieden, dass ich dann einfach von diesem Kapitel dann neu anfangen werde. Also, diesen Abschnitt kennen wir ja schon. Wir müssen hier einmal durch und damit dieses andere Maschinengewehr dann kaputt machen. Achso, da könnte man hier auch gleich stehen bleiben. Und dann kommt auch schon direkt danach quasi der Part, der uns noch fehlt, den wir noch nicht gelöst haben. Und ab diesem Part ist dann auch wieder blind raus, weil ist nicht blind, ne? So. Das tut mir auch sehr leid, aber vielleicht ist es auch ganz gut, falls irgendjemand sich dieses Video nur anguckt, um es als Walkthrough zu sehen, falls er selbst in irgendeiner Stelle nicht weiterkommt. Also, die Lösung sieht wie folgt aus. Man muss diese Kiste hier ganz an den Rand schieben. Und dann loslassen. Und dann hier über den Button springen, diese Kiste hier ein bisschen nach vorne schieben und auf die Kiste drauf springen. Denn dann fliegt man mit ihr nach oben und kann dann hier sich positionieren und dann die Kiste hochschieben, sobald sie denn wieder runterfällt. Ungefähr jetzt. So, dann schiebt man das ganze Ding hier hin und dann kommt man auch schon an die wunderschöne Leiter heran. So, dann läuft man hier dumdi-dumdi-dum weiter und möchte hier was machen, aber die Leiter fällt herunter. Warum fällt sie herunter? Weil man das ganze Ding nochmal machen muss. Ja, also wir ziehen wieder diese Kiste hier hin, ganz an den Rand, dass wir genug Zeit haben, denn jetzt müssen wir wieder an dieser Leiter hoch. Und dann sehen wir gleich schon, was passiert, wenn es wieder anfängt zu schweben. Das Ding da oben geht auch hoch. Oh, ich hoffe, das passt jetzt. Jo. Dann können wir nämlich diese Kiste dann hier dementsprechend hinziehen. So. Dann gehen wir wieder runter. Ja, nochmal. Und ziehen die Kiste wieder an den Rand, damit wir genug Zeit haben, wieder nach oben zu klettern. Und dann machen wir eigentlich das Gleiche, was wir beim ersten Mal schon gemacht haben. Das werdet ihr denn jetzt auch gleich sehen. Also hier hoch, daran, auf die Kiste hinauf und hier rüber. So, somit ist dieses Kapitel dann auch schon gelöst. Very simple, würde ich da mal sagen. Und jetzt kommt der wunderbare Fahrstuhl. Ich glaube, an dem habe ich offscreen so eine gute Stunde gesessen. Ja, bis ich mir dann endlich mal so ein verficktes Walkthrough angeguckt habe, weil ich echt keinen Bock mehr hatte. So, man muss diesen Fahrstuhl benutzen. Und die Sachen hier ausnutzen. Also hier einmal durchspringen. Dann würde ich das hier runterfahren. So, quasi. Achso, dann müssen wir den Fahrstuhl wieder runterfahren. Die Kiste hier raufsetzen, den Fahrstuhl wieder hochfahren. Hier schnell da ranspringen, das bietet uns Schutz und zusätzlich dient es auch noch dazu, hier hochzuspringen.
Denn wenn wir hier hochspringen und ein bisschen weiterlaufen, sehen wir schon Schmetterlinge. Und hier ist wieder so ein schönes Licht, was Kisten zum Schweben bringen kann. Und dann sehen wir da hinten schon, da fällt eine Kiste hinunter. Und die müssen wir hier ganz smoothig hier rüber hier rüber dingsen und dann hier rüber schieben und dann geht das Ganze auch schon wieder zurück. Wir schieben, nee, wir springen hier runter und lassen den Fahrstuhl wieder herunter, nehmen die Kiste vom Fahrstuhl. Dann müssen wir gleich nochmal eben auf die andere Seite der Kiste, denn, wie man gleich sehen wird, ist hier schon wieder ein Strahl von einer Maschinenpistole. So, das brauchen wir dann, um hier die Leiter zu benutzen. Hier müsste man wieder aufpassen, denn... Aha, da passiert das. So. Dann haben wir wieder solche Dinger. Und hier kommt ein sehr interessantes Element, was ich vorher in einem Spiel noch nie so gesehen habe. Denn man kann schön an der Wand laufen. Da kommen die Kisten dann auch schon wieder hoch. Der ganze Bereich von hier bis da hinten, wo wir jetzt hinlaufen, ist dann halt oben. So. Also, ne? Nach oben. So. Interessanterweise läuft, wächst auch auf der anderen Seite jetzt Gras. Hm. Keine Ahnung warum. So, da ist wieder so ein schöner Schmetterling. Und wir schieben die Kiste dann einfach mal wieder in diese andere Richtung. Denn wie man gerade eben schon im rechten Bild gesehen hat, da ist so eine ausfahrbare Wand. Und da können wir so nicht hochklettern. Also schieben wir die erste Kiste ja, hier so hin. So. Und die zweite, ja, die können eigentlich schon bleiben. Ich will es nicht zu weit raushauen. So ungefähr. Naja, ich schieb's mal lieber dort so hin. Ach, nicht so weit. So. So, und dann gehen wir hier runter. Nein. Okay, dann warten wir jetzt noch mal einmal, bis es wieder reingefahren ist und Glarat wieder rauskommt. Was ungefähr jetzt sein müsste. Und dann springen wir ganz schnell hier ran. Und daran. Und hierauf. Und hierauf. Nein, nein, nein. Oh. Gut. Knappe Sache. So, haben wir das Kapitel auch geschafft. Gehen wir hier die Leiter runter. Hier können wir dann nicht mehr zurück. Was schon dafür spricht, dass wir aus der Vergangenheit quasi, aus dem vorherigen Level, nichts mehr brauchen. Ach ja, das sind diese riesigen Batzen hier. So. Und wir haben einmal dieses Schwebeding und einmal Magneten. Um dieses Level zu lösen, müssen wir erst hier hochspringen, ja, wo jetzt der Block ist, dann auf diesen Balken springen, von diesem Balken auf diesen Block springen. Der Block hier muss dementsprechend unten bleiben. Damit er unten bleibt, müssen wir die Magneten anschalten. Jetzt werden die Dinger nach unten gezogen, beziehungsweise nach oben. Ja, nach oben gezogen. Oben ist jetzt ein Magnet, der die Dinger anzieht. Wenn wir das aber schweben lassen, gehen beide nach oben. Weil dieser Block aber einen kürzeren Weg hat als der andere Block, der ja weiter unten ist, müssen wir einfach nur kurz das hier antippen. Und dann müsste es eigentlich... Ah, verdammt, das war doof. Na, das war zu lange. Also wieder loslassen. Und wieder anmachen. Und dann wirklich nur ganz kurz. Das ist nur der obere. So, das ist nur der obere. Das müsste jetzt eigentlich geklappt haben. Ja, dass halt nur der obere angezogen wird, weil er ja den kürzeren Weg hat. Der andere wird dann durch das Eigengewicht wieder nach unten gezogen. Denn das ist wohl scheinbar nicht so stark wie der Magnet. Haben wir diesen Part dann auch geschafft. Ach ja, jetzt kommt das hier. So, man bestätigt diesen hier. Und dann kommt auch schon was hochgeflogen. Und bevor es da ist, lässt man es schon wieder los. Damit es nicht so schnell dann wieder weggeht. Ich hoffe, das passt jetzt. Jo, wunderbar. Dann muss man hier auch noch schnell genug loslassen. Und dann hat man diesen Part auch schon geschafft. So, und hier muss man, das ist sehr interessant, hier muss man halt im Flug den Schalter betätigen. Und hier auch. So. Aber das passt jetzt sehr wunderbar. So, und hier... Da warte ich jetzt lieber noch einmal, denn hier muss man hier ranspringen und dann gleich wieder wegspringen. Oh, gleich wieder wegspringen. So, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Auf dass man dann zu dem U kommt und rechts runter geht. Zack, haben wir diesen Part auch schon wieder, wo ich auch bestimmt 10 Minuten dran gesessen habe.
So, und jetzt kommen wir zu dem Teil,